Predigten des Herrn. Elfte Predigt. Lukas 8, Verse 4 bis 15. Aussaat der Ewigkeit für die Ewigkeit. Das Gleichnis vom Sämann. Da nun viel Volk beieinander war und aus den Städten zu ihm eilte, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg und ward zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und etliches fiel auf den Fels, und da es aufging, verdorrte es, darum, dass es nicht Saft hatte. Und etliches fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und etliches fiel auf ein gutes Land, und es ging auf und trug hundertfältige Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis wäre. Er aber sprach: Euch ist es gegeben, zu wissen das Geheimnis des Reiches Gottes, den anderen aber in Gleichnissen, dass sie es nicht sehen, ob sie es schon sehen, und nicht verstehen, ob sie es schon hören. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Wege sind, das sind, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, auf dass sie nicht glauben und nicht selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, und die haben nicht Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und hingehen unter den Sorgen, Reichtum und Wollust dieses Lebens und ersticken und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. So spricht der Herr. Dieses Gleichnis vom Sämann und dem Samen, das ich einst meinen Jüngern und dem mich umgebenden Volke gab, ist nach seiner Form, in der es gegeben ist, leicht zu verstehen. Umso mehr, als selbst im Evangelium die zeitgemäße Erklärung steht, wie ich sie meinen Aposteln, aber nicht dem mir zuhörenden Volk gegeben habe. Gemäß dieser Erklärung ist der Same mein Wort. Wo dieses auf den Weg fällt und zertreten wird, bezeichnet es die Gleichgültigkeit derjenigen, welche es hören, aber sich nicht darum kümmern, es missachten und, ihren weltlichen Interessen allein huldigend, darüber hinweggehen. Der felsige Grund, auf den der Same fällt, bezeichnet diejenigen Herzen, die, wie die Gelehrten und Theologen, den Samen nur insoweit annehmen, als er in ihre wissenschaftlichen Systeme passt. Sobald sich aber bei ihnen andere Ansichten geltend machen, so findet dieser Same auf dem felsigen Grund keine oder sehr wenig Nahrung und muss verdorren. Wenn der Same zwischen die Dornen fällt und mit ihnen aufgeht, so heißt das so viel, dass meinem Wort nur insofern geglaubt und danach gelebt wird, wie es sich mit den weltlichen Ansichten vereinen lässt. Stößt es gegen diese an oder verlangt mein Wort Aufopferung und Verleugnung, so wird es beiseite gesetzt und bringt deshalb auch keine Frucht. Es bleibt dann höchstens bei schönen Worten, aber zu Taten kommt es nicht. Soweit die Erklärung, die ich schon meinen Aposteln gegeben habe. Es kommt jetzt darauf an, wie dieses Gleichnis auf die jetzige Zeit anzuwenden und ob ihm nicht noch eine andere, wichtigere Seite abzugewinnen ist.
Bevor wir in der Erklärung weitergehen wollen, müssen wir uns erst folgende Fragen beantworten. Was ist eigentlich der Same? Was bezweckt sein Ausstreuen? Und was ist die Absicht des Sämanns selbst? Erst nach Beantwortung dieser Fragen kann eine wahre Deutung und Erklärung durch geistige Entsprechung folgen. Denn im Allgemeinen sprecht ihr der Worte gar viele aus und seid euch doch nicht ihrer tiefen und geistigen Bedeutung bewusst. Nur wer der Worte tiefsten Sinn und deren geistige Entsprechung kennt, der erst ist seiner Sprache mächtig. Er hat das Geschenk, mittels seines Mundes Töne hervorzubringen, in geistigem Sinne aufgefasst, und jedes Wort, das aus seinem Munde fließt, ist ein Strahl des Geistlichtes, welches in ihm die Seele erleuchtet, vergeistigt und sie stufenweise zur Vereinigung mit mir weiterleitet. Daher ist zwischen Sprechen und Reden ein großer Unterschied. Man kann viel sprechen und doch nichts sagen, während der gewichtige Sinn einer geistigen Rede sich inhaltsschwer gestalten kann. So müssen wir also mit dem Worte Samen zuerst anfangen und es in seiner Bedeutung näher betrachten. Seht, im Samen liegt die Unendlichkeit. Aus einem Samenkorn entstehen immerfort Produkte derselben Gattung, zu welcher der Same gehört. So war es bei der Erschaffung der materiellen Welt begründet, dass sich nur einmal die Dinge einzeln erschuf. Ich legte in dieselben schon den Keim zur weiteren Fortpflanzung, so dass die erste Wirkung, das aus sich selbst entwickeln, in Ewigkeit nie mehr aufhören wird, solange die Elemente bestehen, welche im Erdboden und in der Luft zur Entwicklung des Samens vorhanden sind. Wie der Same eines Baumes alle Keime seiner zukünftigen Bestimmung in sich trägt, ebenso mein Wort, welches als Produkt meines Geistes fortwährend Neues zeugt, nie vergeht und ewig fortdauert. Daher sagte Johannes, im Anfange war das Wort, und das Wort war Gott. Auch ich bin das Samenkorn, aus dem stets und ewig nur wieder Göttliches hervorgehen wird. Wohin dieses Wort als Same fällt, erregt es den Grund, auf den es fiel, zur Tätigkeit. Oft bleibend, oft nur vorübergehend. Da ich aber auch der Sämann bin, der seinen Samen über die gesamte Schöpfung ausschüttet, so geschieht es natürlich auch, wie im Gleichnisse gesagt ist, dass nicht aller Same gleich gedeiht. Der eine bringt mehr, der andere weniger, der dritte gar keine Frucht. Erstens, weil selbst die Welten meiner Schöpfung nebst ihren Bewohnern nicht alle auf ein und derselben Stufe stehen, und zweitens, weil überall die Menschen ihren freien Willen haben, zu tun und zu lassen, was ihnen gut dünkt. Deswegen die verschiedenen geistigen Resultate auf allen Weltkörpern und bei allen Menschen, und deswegen die längeren oder kürzeren Wege, die sämtliche erschaffene Wesen gehen müssen, um zu ihrem Ziel, zur Vergeistigung ihrer Seele zu gelangen. Ich als Sämann streute meinen Samen überall aus. Wo er gleichgültig aufgenommen wird, liegt die Schuld an den Seelen selbst, wenn sie durch bittere Zulassungen dann eine herbe Schule durchmachen müssen. Wo mein Same auf felsenharte Herzen fällt, da des Bleibens nicht ist, weil jeder leichte weltliche Wind denselben verweht und keine Spur von ihm zurücklässt, dort wird auch diese Härte der Herzen mit der Zeit mürbe gemacht werden. Wo mein Same auf dornigen Boden fällt und mit dem Unkraut aufwächst, dort wird sein Schicksal auch das des Unkrauts sein, welches mit der Zeit ausgerottet werden muss. Dann wird jenen Menschen gar nichts übrig bleiben, als die gänzliche Brachlage des Ackerfeldes ihres Herzens, auf welchem nichts bleibend fortkommen konnte, weder das Laster
noch die Tugend. Nur da, wo mein Wort auf guten Boden fällt, wo die Herzen durch mich schon vorher bereitet wurden, dort wird der Same meines Worts aufgehen, blühen und Früchte tragen, an denen dann andere sich ein Beispiel nehmen können. Mein Wort also, als Same, wurde und wird noch täglich ausgesät, um die Menschen zu wahren Menschen, um sie mir würdig zu machen, damit sie als Ebenbilder meines göttlichen Ichs nach und nach das werden, wozu ich sie bestimmt habe. Zu allen Zeiten, seit meinem Erdenwandel, wurde durch mich und meine Auserwählten mein göttliches Wort der Liebe ausgesät. Und weil einst meine Zuhörer aus verschieden gearteten Menschen bestanden, so wollte ich durch das Gleichnis dem einen seine Leichtfertigkeit, dem anderen seine Gleichgültigkeit und dem dritten seine Weltsüchtigkeit zeigen und ihnen damit beweisen, welches Endresultat es hat, wenn man mein Wort bloß hört und nicht tätig ausübt. Was ich dort meinen Zuhörern und Aposteln zurief, wer Ohren hat, der höre, das sage ich jetzt wieder, da ich als Sämann bald kommen werde, um von meinem Samen Ernte zu halten. Mehr als je ist jetzt mein Wort als geistiger Same zur ewigen Glückseligkeit auf allen Wegen zertreten und von den Vögeln aufgefressen worden, welch letztere sich das Wort nur für ihr Interesse zu eigen machen wollten. Es ist schon längst auf zu steinigen Boden egoistischer Herzen gefallen, wo es ohne Nahrung verdorren muss. Und wo noch hier und da ein Halmchen blüht, steht es zwischen den Genüssen der Welt, da es nur so lange gelitten und gepflegt wird, wie es mit den Ansichten der Welt harmoniert. Verlangt es aber Opfer, so wird es bei Groß und Klein über Bord geworfen. Wenige sind es, die trotz aller Misshelligkeiten, Kämpfe und Leiden mein Wort im Herzen behalten, es sorgfältig pflegen und es auch in Taten ausüben. Wie ich einst sagte, dass viele berufen seien, sich durch den Samen meines göttlichen Wortes nach diesem kurzen irdischen Dasein jenseits eine bleibende Seligkeit zu erwerben, sind unter diesen vielen Berufenen nur wenige auserkoren, die Siegespalme zu erlangen, die ich selbst einst durch das Kreuz und am Kreuze als Mensch errungen habe. Ich ging der Menschheit als Beispiel voran. Wie mein Leben sich nicht durch hohe Geburt und andere günstige Verhältnisse auszeichnete und ich schließlich vor der Menge als Verbrecher am Schandpfahl mein irdisches Leben lassen musste, ebenso ergeht es allen, die mir folgen werden. Auch sie werden verfolgt, verachtet und misshandelt werden. Aber wie meine Auferstehung und später die Heimkehr in mein Reich alle Pläne der Menschen zunichte machten und ich vergeistigt in meinen Himmel ankam, so werden auch diejenigen, welche ihr Herz als gutes Erdreich meinen Worten darboten, einst ernten, was ich hier in ihre Brust gesät habe. Sie werden belohnt werden durch das Bewusstsein, gekämpft, gelitten, aber auch gesiegt zu haben. Sie werden den Lohn empfangen, da sie nie, wie eitle Wanderer, mein auf ihren Weg gestreutes Liebeskorn zertraten, noch ihr Herz zu Stein werden ließen, noch wegen der weltlichen Freuden, welche die Dornen fürs Geistige sind, die aufkeimende Frucht vernachlässigt haben. Sie werden als gutes Erdreich edle Früchte tragen, wie auch ich einst sagte, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. So ist die Aussaat reif geworden, damit endlich der Weizen von der Spreu gesondert, die Dornen und Disteln einer feuerähnlichen Reinigung übergeben und das gereifte Korn in meine Scheunen gebracht wird. Schon seht ihr überall, wie die Sichtung beginnt. Ich komme,
um für meinen ausgesäten Samen Verantwortung zu verlangen. Wie die Arbeit, so der Lohn. Mein Wort ist göttliche Aussaat, ist Aussaat der Ewigkeit für die Ewigkeit. Wenngleich die Aussaat missachtet, wenngleich sie mit Füßen getreten wird, wenngleich sie unter Dornen aufgeht, stets bleibt der göttliche Keim. Und ein Samenkorn genügt, des Guten in Fülle zu zeugen und über die Welt auszugießen. Daher ist es ganz gleich, wenn auch Tausende dieser Samenkörner vergeblich ausgestreut wurden. Diejenigen, welche auf gutes Erdreich, in gläubige Herzen fielen, werden Licht verbreiten über die Dunkelgebliebenen. Und so wird nie vernichtet werden, was ich als Schöpfer schuf, was ich als Jesus mit dem Kreuzestode besiegelte und was ich jetzt in kurzer Zeit als Erntemann von den Feldern des geistigen Wirkens heimbringen werde. Wenn die Ernte auch klein sein wird, so liegt eben im Kleinen der Beweis, dass das Große nie verwelkt und verwest, so es im Kleinsten eingehüllt die größten Wirkungen hervorzubringen vermag. Daher lasst auch ihr eure Herzen nicht versteinen, nicht mit Unkraut und Disteln bewachsen. Haltet sie stets bereit, um mein Wort, das in so verschiedener Weise eure Seele erquickt, auch tatsächlich aufkeimen zu lassen, damit ihr nicht das Schicksal derer teilt, die mein Wort nur oberflächlich aufnehmen und dann, wenn es zur Tat kommt, beweisen, dass der Same nur auf der Oberfläche ihres Herzens klebte, nie aber in dasselbe tiefer eingedrungen ist. Bedenket wohl, ein Sämann sät, um einst auch zu ernten. Die Erntezeit rückt heran. Machet auch euch bereit, um in meine Scheunen aufgenommen zu werden und nicht mit den Dornen und Disteln den längeren Weg zur Besserung antreten zu müssen. Darum, wer Ohren hat, der höre, solange es noch Zeit ist. Amen.